Den Auftakt der diesjährigen Figurentheatertage machte das Theater Marc Schnittger in der Aula des Schulzentrums mit seinem Stück Planet Eden. Ich bin Klaus Menning und zusammen mit meiner Frau Hille haben wir seit Beginn der Figurentheatertagen vor 21 Jahren die künstlerische Leitung inne und wählen die Figurentheater aus, die hier zu sehen sind. Also zum Stück Planet Eden kann ich sagen, dass Herr Marc Schnittger sich der Herausforderung gestellt hat, das bekannte Triptychon von Hieronymus Bosch, Garten der Lüste, für das Theater zu inszenieren. Und zwar als Trilogie in drei Teilen. Heute Abend sehen wir den ersten Teil, Garten Eden. Und da gibt es eine Menge Begegnungen mit dem Teufel, mit Gott. Und wir werden neben den ökologischen Themen, die uns im Tagesgeschehen begegnen, noch sehr viel mehr zu Weltuntergangsszenarien erleben. Im Mittelpunkt des Stückes, das mit lebensgroßen Klappmaulfiguren gespielt wird, steht die Rettung der Erde vor dem Klimakollaps. Und dafür sollen nicht die Menschen, sondern der Höllenfürst selbst sorgen. Also ich habe die Bühne gegründet vor über 30 Jahren. Und erst alleine und dann kam der ein oder andere Mitarbeiter dazu. Ich suche mir die Mitarbeiter immer nach Produktion. Das heißt, für die Produktion habe ich einen Stab, für die Tour habe ich einen anderen Stab. Manchmal spielen wir auch zu zweit, manchmal zu dritt, aber überwiegend spiele ich alleine. Und nehme mir gerne Features auf, die ich gerade im Deutschlandfunk besonders gerne höre. Und da habe ich das eine oder andere Interessante gehört über das Thema Umweltproblematik sowieso. Und dann kam irgendwann mal eine Faustbearbeitung, die mich so inspiriert hat, dass ich daraufhin eine eigene Faustbearbeitung gemacht habe mit diesem aktuellen Thema, weil ich glaube, dass die beiden Sujets, das alte Faustthema und das aktuelle Umweltthema, die Umweltproblematik, gut zusammenpassen. Die Puppen hat Schnittger selbst gebaut, er zeichnete auch für die Bühne und die Projektionsentwürfe verantwortlich. Als Puppenspieler bediente er mehrere Spielebenen. Er führte gleichzeitig zwei Figuren im Dialog und mischte sich zusätzlich als handelnde Person ins Geschehen. Wenn Sie das Licht sind, dann möchte ich wissen, was Sie hier draußen mit der Säge vorhaben. Das ist nämlich Privatbesitz, wissen Sie? Aha. Wessen Privatbesitz ist es denn? Wird doch nicht zufällig deiner sein, oder? Rund 80 Minuten dauerte das absurde Welttheater, das die Zuschauer in seinen Bann zog. Also die Vorstellung hat mir super gut gefallen, weil ich ja überhaupt nicht wusste, was da auf mich zukam. Und ich war schier begeistert. Ja, ich bin praktisch einmal mindestens im Jahr auch dabei. Also es war fantastisch, einmalig schön. An den folgenden Abenden können sich die Zuschauer auf die Figurentheaterproduktionen Der Untergang des Hauses Ascher und die Europäische Marionettengala freuen.